Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Kirsten Gerhardt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Im Süden der Türkei sind bei einem Bombenanschlag auf eine Hochzeitsfeier mindestens 50 Menschen getötet worden. Mehr als 90 wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Zu der Tat bekannte sich bisher niemand. Der Sprengsatz detonierte bei einem Fest in Gaziantep, einer Millionenstadt, etwa 60 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze entfernt. Hochzeitsgäste feiern ausgelassen unter freiem Himmel, als der Sprengsatz detoniert. Die heftige Explosion soll in weiten Teilen der Stadt zu hören gewesen sein. Verletzte liegen am Boden, Menschen irren umher und suchen mit dem Licht ihrer Smartphones nach Angehörigen und Freunden. Es war eine kurdische Hochzeit, erklärt die pro-kurdische Oppositionspartei HDP. Unter den Todesopfern seien mehrere Kinder. Die Explosion ereignete sich in einem Viertel mit zahlreichen kurdischen Einwohnern. Wir haben uns die Feier von einem Hausdach aus angesehen, sagt dieser Augenzeuge. Als wir die Explosion hörten, rannten wir auf die Straße. Es sah aus wie im Krieg. Wir trugen die Verletzten in Autos, bis die Krankenwagen kamen. Vize-Regierungschef Şimşek reist nach Gaziantep, besucht am Morgen Verletzte im Krankenhaus. Er verurteilt die Tat als barbarischen Angriff und geht von einem Selbstmordattentat aus. Präsident Erdogan vermutet den sogenannten Islamischen Staat hinter der Tat. Der IS war im Norden Syriens zuletzt zunehmend von kurdischen Kämpfern zurückgedrängt worden. Zur Verbesserung der Terrorfahndung will Bundesinnenminister de Maizière an Bahnhöfen und Flughäfen eine automatische Gesichtserkennungssoftware einsetzen. Verdächtige könnten dadurch besser entdeckt werden, sagte de Maizière der Bild am Sonntag. Die Behörden müssten technisch können, was ihnen rechtlich erlaubt sei. Der Bundesinnenminister unterstützt auch das Verbot von Rucksäcken bei öffentlichen Veranstaltungen. Man werde sich an erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gewöhnen müssen, so der CDU-Politiker. Auf den Philippinen ist heute im Vorfeld neuer Friedensgespräche zwischen der Regierung und kommunistischen Rebellen eine Waffenruhe in Kraft getreten. Von morgen an wollen beide Seiten dann in Oslo erneut über die Beendigung ihres jahrzehntelangen Konflikts verhandeln. Die Rebellen kämpfen seit 1969 in einigen Provinzen des Landes für einen kommunistischen Staat. Dabei kamen nach Schätzungen mehr als 150.000 Menschen ums Leben. Nach den Fluten im US-Bundesstaat Louisiana haben in den betroffenen Gebieten die Aufräumarbeiten begonnen. Mindestens 40.000 Häuser wurden durch die Wassermassen beschädigt oder zerstört. Viele Einwohner waren nicht versichert. Bei öffentlichen Veranstaltungen informieren die Behörden nun über Hilfszahlungen. Mehr als 100.000 Menschen haben bereits staatliche Unterstützung beantragt. Heftige Regenfälle hatten die Überschwemmungen Ende vergangener Woche ausgelöst. 13 Menschen kamen ums Leben. Auch in Kalifornien wird aufgeräumt, nachdem die Feuerwehr inzwischen viele Waldbrände eindämmen konnte. Bewohner kehren zu ihren Häusern zurück und suchen in den Trümmern nach persönlichen Gegenständen. Mehr als 300 Gebäude wurden zerstört. Die Flammen hatten etwa 15.000 Hektar Land verwüstet. Die Brandursache wird noch untersucht. Erstmals seit 44 Jahren kommt der Olympiasieger im Speerwurf wieder aus Deutschland. Mit einer Weite von 90,30 Metern sicherte sich Thomas Röhler aus Jena die Goldmedaille. Den Olympiasieg hingegen verpasst haben die deutschen Fußballer. Im Finale unterlagen sie Brasilien im Elfmeterschießen. Er hatte die Goldmedaille angekündigt und Thomas Röhler hielt Wort. Der 24-Jährige aus Jena ist Olympiasieger im Speerwerfen. Nach einem guten ersten Wurf lag Röhler lange auf dem zweiten Platz, um dann im vorletzten Versuch einen richtig rauszuhauen. Röhler traf den Speer fast perfekt und er landete erst nach 90 Metern und 30 Zentimetern. Das war die Goldmedaille für Deutschland. Wir sind nie stehen geblieben, sind durch Höhen und Tiefen auch gegangen, zusammen mit meinem Trainer. Ja, hat einfach funktioniert. Beinahe begleitete ihn auch Johannes Vetter auf das Podium. Mit 85,32 Meter scheiterte er nur um 6 cm an der Bronzemedaille. Für das Gastgeberland ist es die wichtigste Goldmedaille. Brasilien gewinnt das Fußballfinale gegen Deutschland, das keineswegs enttäuschte und die Silbermedaille als Riesenerfolg feiern konnte. Was wir hier gemacht haben, ist eine überragend.
Und wenn du die ganzen Jungs siehst, jetzt auch klar, ist man im ersten Moment niedergeschlagen. Aber sie wissen, dass sie was Überragendes getan haben und gemacht haben. Und wie sie hier aufgetreten sind, und das hat man, glaube ich, auch jetzt gesehen beim Publikum, wie wir verabschiedet worden sind. Also, nein. Also wir brauchen uns wirklich keine Gedanken machen. Wir gehen hier als Gewinner raus, nicht als Verlierer. In einem spannenden Spiel brachte Superstar Neymar Brasilien in Front. Das deutsche Team traf zuvor dreimal die Latte. Nach der Pause glich dann die Mannschaft von Horst Rubisch durch den Schalker Max Meyer aus. Nach einer torlosen Verlängerung entschied dann das Elfmeterschießen. Beim fünften deutschen Schützen Nils Petersen der erste Fehlschuss. Der Weg frei für Neymar, der das ersehnte Gold für Brasilien holt. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Wechselhaft das Wetter erwartet uns. Freundliche Abschnitte neben dichten Wolken mit Schauern, örtlich auch kurze Gewitter. Lichtblicke gibt es im Westen und Nordwesten sowie im Südosten Bayerns. Die wenigsten Schauer fallen im Südwesten. In der Nacht werden insgesamt die Schauer seltener. Am längsten fallen sie an den Küsten, vereinzelt sind Gewitter dabei. Heute am Tag 16 Grad in der Eifel, 24 Grad im Osten. In der Nacht 16 Grad auf Sylt, 6 Grad im Schwarzwald. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.